So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, wo bist du denn jetzt gelandet? Ja, du bist jetzt im Single-Orakel gelandet. Wir schauen ja immer einmal in der Woche rein in die Energien. Was ist denn hier in der Single-Welt los? Was gibt es denn da für Impulse? Wir schauen jetzt quasi mal in die nächste Woche rein und gucken mal, was gibt es denn da so, ja, so Themen wie, was ist denn nächste Woche deine neue Chance? Was sendest du aus? Was bringt dir die Liebe? Dann schauen wir natürlich auch mal rein, ja, was führt dich denn so ein bisschen in die Irre? Dann schauen wir auch mal rein, ja, was ist denn der richtige Weg? Ist ja auch ganz interessant. Und dann wollen wir natürlich auch mal gucken, ja, was erfordert denn nächste Woche so ein bisschen Mut von dir? Vielleicht dahingehend, dass du ja, gewisse Dinge vielleicht auch mal anders oder alternativ angehst, antizyklisch vorgehst. Ja, und dann am Ende wollen wir natürlich mal schauen, ja, was wir denn für eine Ergebniskarte bekommen. Und ja, ich würde sagen, das Ganze startet natürlich nach dem schönen. So, und da sind wir jetzt auch schon. Meine lieben Damen und Herren, es geht los. Nächste Runde, neues Glück. Wir fangen gleich mal an, ja, mit der Legung. Doch bevor ich anfange, eine kleine Anmerkung zu meinen Kursen, Kartenlegekurse, die ich hier auch gebe. Werde ich öfters mal gefragt. Ich sage es jetzt ab und zu nochmal im Video vorher. Nein, das sind keine Kurse, wo da fünf, sechs Leute irgendwo in einem Videostream rumtümpeln. Nee, mein Kartenlegekurs, der besteht aus 4 oder 5 Stunden, wie du möchtest, wenn du das große Deck auch noch lernen möchtest, über einen Monat hinweg. Und das sind Einzelkurse. Also du und ich im Zoom-Call, im Skype-Call, mit Videoanruf, wo wir wirklich persönlich, du und ich ganz konsequent an das Kartenlegen herangehen. Ich zeige dir die Karten, die Bedeutungen, ich zeige dir die Kombinationen, ich zeige dir die Legetechniken. Wir legen gemeinsam Decks, deuten die gemeinsam. Und ja, im Laufe des Kurses wirst du dann die Decks auch selbst deuten, weil darauf kommt es ja bei einem Kurs an. Ich möchte ja nicht eine Kopie von mir erschaffen, sondern ich möchte, dass du die Karten mischst, legst zu deiner Frage und dann deinen Impuls bekommst. Und dann möchte ich auch ja erreichen, dass du ja das genötige Selbstvertrauen bekommst und sagst, okay, das ist mein Impuls, das nehme ich jetzt so und so wahr und so deute ich das jetzt auch. Also nur so viel dazu, wer einen Kartenlegekurs haben möchte. Nein, das ist nicht mit 5, 6, 7 Leuten in einem Zoom-Meeting, sondern das ganz persönlich, ganz privat. Nur du und ich, wir legen gemeinsam und lernen gemeinsam. Ne? Also keine Massenveranstaltung bei mir, sondern 1 zu 1. Ich gehe dann voll und ganz auf dich ein und nur dich. Und ja, ich schaue auch, und es hat bis jetzt immer sehr gut geklappt, dass du da mit deinen eigenen Impulsen und deinen eigenen Fähigkeiten hinaus in die Welt kannst und Karten legen. Ne? So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gequatscht. Wir fangen jetzt mal an. Ich mische die erste Karte. Die erste Karte für Single-Orakel ist ja immer die Frage, was ist denn deine neue Chance nächste Woche in Sachen Partnerschaft? Ja, da wollen wir doch gleich mal reinschauen, was wir für eine Karte bekommen. Ich bin sehr gespannt und oh, da fällt das Kreuz. So, also deine neue Chance. Das Kreuz ist ja auch immer so ein bisschen etwas Karmisches, das ist was Schicksalhaftes. Und an der Stelle ist es ja sehr interessant zu sehen, deine neue Chance nächste Woche vielleicht sogar auf eine schicksalshafte Begegnung oder Bekanntschaft. Das ist ja sehr, sehr schön zu sehen. Es gibt ja solche Begegnungen, die dein Schicksal beeinflussen. Du triffst aus dem Nichts einen Menschen, der kommt dir bekannt vor, der gibt dir Wärme, du denkst, du kennst ihn schon ewig, eine Person, wo du fragst, ja, wieso ist der nicht schon viel eher in mein Leben gekommen, mein Leben bereichert. Also eine schicksalhafte Begegnung, ja. Schaut doch schon mal ganz gut aus und die lasse ich auch furchtbar gerne jetzt gleich mal so liegen. Jetzt wird es nämlich interessant. Dann schauen wir mal mit der nächsten Karte rein. Ja, welche Signale sende ich denn aus? Und da gucken wir mal. Okay,
Gut, da ist mir jetzt das Buch vom Handrücken gerutscht. Das ist das Buch, die Signale, die du aussendest. Ja, das ist eine Karte, wo man auch sagen kann, da geht es ja so ein bisschen auch um ein neues Kapitel. Ja, also als eine Buch schließt sich, das nächste Buch öffnet sich. Hier geht es wirklich darum, ja, dass du auch die Signale aussendest, dass du bereit bist, ein neues Kapitel ja aufzuschlagen, dass du offen bist für ja, eine neue Bekanntschaft oder neue Bekanntschaften, na, dass du soweit, ja, dass du bereit bist an der Stelle. Ne? Also hier das Buch, ja, nehme ich jetzt so als das neue Kapitel wahr, dass du bereit bist, das neue Kapitel deines Lebens zu schreiben. So, ne, dann wollen wir mal die nächste Karte auch schon anschauen. Und da geht es ja um die Frage, ja, was bringt dir denn die nächste Woche? Da wird es jetzt schon spannend. Und da ist sie auch schon. Seid ihr bereit? Aha, okay, da haben wir ja jetzt an der Stelle die Lupe bekommen. Okay, wenn ich frage, was bringt dir die Liebe nächste Woche, dann heißt das nicht, dass du ewig weiter suchen wirst. Nein, die Lupe ist ja eine Karte, wo man sagen kann, schau da mal genauer hin. Na, also die Lupe, da wird es wohl tatsächlich jemanden geben, ja, vielleicht sogar eine schicksalshafte Begegnung, ja, wo du so ein bisschen selbst den Eindruck hast, oh, da könnte ich mal genauer hinschauen. Das ist jetzt ein besonderer Mensch. Das ist jetzt nicht einer von der Stange oder das ist jetzt nicht einer, wo ich sage, okay, den nehme ich halt jetzt, weil ich gerade keinen habe. Nee, nee, da geht es tatsächlich um jemanden, ja, wo du so das Gefühl hast, okay, den. Oder die, je nachdem, als was du jetzt zusiehst, schaue ich mir mal genauer an, weil der oder die könnte etwas für mich sein. Also hier auch eine sehr interessante Karte an einer interessanten Stelle. Nächste Woche gilt es, etwas Schicksalshaftes zu entdecken und zu beobachten und unter die Lupe zu nehmen. Ja, gut, so schön, so gut. Aber wir wollen natürlich auch mal mit zwei Karten oder zwei, drei Karten mal gucken. Ja, was ist denn so ein bisschen vielleicht der falsche Weg oder was führt mich denn auch in die Irre nächste Woche, wenn ich mich so ein bisschen jemandem annähere, wenn ich mir da sage, okay, da gehe ich mal ein bisschen ja, auf Tuchfühlung. Schauen wir mal. Ah, okay. Gut, da haben wir jetzt die Öffentlichkeit, den Park und den Hund. Also hier ist es ist öfters mal der Fall tatsächlich, dass man hier diese Energie, Entschuldigung, ich habe gerade gegessen, diese Energien bekommt, wo man sagt, ja, es ist vielleicht falsch von mir, dass man gleich alles öffentlich machen muss, dass man gleich eben auf die Nase binden muss. Hey, ich habe jetzt einen Freund, ich habe jetzt eine Freundin. Der Hund ist ja auch sowas, ein bisschen treu doof, ja doch treu doof sein, jemandem hinterher wackeln. Also gib dich nicht so schnell her, wenn du jemanden kennenlernst. Vor allem du als Frau sollst wissen, der Mann will jagen, der will nicht gefüttert werden. Das heißt also, dass du schon dich so ein bisschen auch interessant machen kannst für ihn, ein bisschen geheimnisvoll wirken kannst, dass der Mann so ein bisschen auch den Eindruck hat, ach, die kann ich jetzt nicht gleich so haben, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen anstrengen. Ne? Das ist immer so, ja, wenn die Frauen sich einem gleich an den Hals werfen, das ist immer für einen Mann, ja, wie wenn man halt was zu essen hingeworfen bekommt. Ne? Anders kann ich es jetzt gerade gar nicht ausdrücken. Von daher so ein bisschen der Tipp von den Karten auch jetzt, was der falsche Weg ist, Dinge gleich öffentlich zu machen und gleich zu sagen, ich bin in einer Beziehung, ne? Hört's euch alle an, ja, oder gleich auch so ein bisschen treu ihm hinterher hecheln, wie es der Hund halt auch tut. Das ist so ein bisschen der falsche Weg. Interessant machen. Bisschen geheimnisvoll sein, na, und dann ja, es bisschen knistern lassen, die ganze Geschichte. Okay, wir wollen mal die nächste Karte anschauen und jetzt geht es natürlich darum, was ist denn der richtige Weg? Und da sind wir natürlich jetzt alle schon sehr gespannt. Schauen uns das mal an. Wenn wir eine Karte kriegen. Denke gerade an Ralf, sein Geschenk, das Snickers, wenn es mal wieder länger dauert. Die nehmen wir nicht. Ich will eine Karte, die ordentlich aus dem Deck hüpft.
So, was ist denn der richtige Weg? So, was haben wir denn da bekommen? Aha, okay, der richtige Weg. Ja, da geht es natürlich auch darum, da ist der Brunnen gefallen, dass man nicht oberflächlich ist. Ja, der Brunnen ist ja mit Tiefgang, Gespräche, die Tiefgang haben, wo man sich für den anderen interessiert, wo man sich für sein Leben interessiert, was er tut, warum er was tut, so ein bisschen das Kennenlernen auch. Nicht so, hallo, wie geht's, gut und selbst alles klar, sondern da geht's einfach darum, ja, so ein bisschen auch den Menschen ein bisschen besser oder tiefer kennenzulernen, diese ganze Zeit, die man braucht, ja, bis man sagt, okay, man ist jetzt in einer Beziehung, also nicht so hier, so hoppla hopp, sondern auch einmal tiefgründigere Gespräche zu führen, den Menschen gut und schön kennenzulernen, dass man weiß, okay, ich bin mir sicher, dass ich mit diesem Menschen zusammen sein will. Und nicht gleich hier mit der Tür ins Haus fallen und dann irgendwann mal merken, Moment mal, mit dem komme ich ja überhaupt nicht klar. Das ist ja sowieso der falsche Weg. Na, also hier, ja, der richtige Weg ist langsam, piano, piano, sich so ein bisschen kennenlernen, tiefgründige Gespräche führen, den anderen Menschen ja verstehen, wie der tickt. Entschuldigung, das ist der richtige Weg. Ja, also die nächste Karte, die wir jetzt noch ziehen, das ist ja, was erfordert denn Mut nächste Woche? Mal schauen, was wir dafür eine Karte bekommen. Und da ist sie auch schon, es ist eine Lenormand-Karte, so viel kann ich schon sagen. Okay, haben wir jetzt den Klee. Also, was erfordert Mut nächste Woche? Hier erfordert es auch Mut, wenn du jetzt jemanden kennenlernst. Ja, es gibt Menschen, die sind auf den ersten Blick fantastisch, und dann stellt sich vielleicht raus, das war eine Mogelpackung. Es gibt aber auch Menschen, die sind auf den zweiten Blick fantastisch. Also, wenn du vielleicht nächste Woche jemanden kennenlernst und sagst, oh, der ist interessant, aber da funkt's nicht gleich oder du bist nicht gleich über beide Ohren verliebt, dann ist das vielleicht ein Mensch, der auf den zweiten Blick fantastisch ist. Hier ist das Klee, das kleine Glück, glückliche Fügung. Hier ist so eine Karte, ja, wo man sagt, was erfordert Mut? Mut erfordert es dann wirklich, wie wir es hier gerade schon hatten, auf dem richtigen Weg. Den Menschen trotzdem die Möglichkeit zu geben, dass ja, du ihn kennenlernen darfst, dass er dich kennenlernen darf und dass da vielleicht dann auch etwas entsteht, wo du sagst, ja, das war jetzt ein Mensch, der ist auf den zweiten Blick fantastisch und das ist ja meistens dann das viel, viel Schönere. Ja? So, ach, welch weise Worte von mir. Und jetzt schauen wir natürlich nochmal weiter. Was ist denn überhaupt die Ergebniskarte? Das wollen wir ja natürlich jetzt auch nochmal alle wissen. Was kommt denn da am Ende des Tages jetzt eigentlich raus? Na, und da haben wir jetzt auch schon zwei Karten, die nehmen wir dann halt auch. Wir haben jetzt hier als Ergebniskarte die Fische. Ich hatte heute wieder in den Kommentaren Fische. Ganz allgemein gedeutet, ist so eine Karte, wo man sieht, da ist alles im Fluss, da fließt's, da läuft's, da passt, da ist harmonisch. Finanziell, beruflich sind die Fische finanzieller Wohlstand, Geld, in Liebesfragen natürlich auch hier eine Karte für Partnerschaft, Seelenpartner. Ja, also ich nehme die Karte jetzt hier natürlich auch so wahr, wenn ich jetzt nach der Ergebniskarte frage, dass wir hier eine Partnerschaftskarte bekommen haben und dazu auch noch die Blumen. Ja, also die Blumen, eine wunderschöne Karte. Da geht es natürlich auch darum, ja, dass Harmonie da ist, dass Wachstum da ist, dass da Komplimente sind, Aufmerksamkeit, dass man sich wertschätzt und all diese Dinge, die ja in einer Beziehung schön sind, Ehrlichkeit, Treue, Aufrichtigkeit, ja, das sind all diese schönen Dinge, die zum Beispiel die Karte, die Blumen, ja, verkörpert. Also da haben wir jetzt eine ganz, ganz tolle Ergebniskarte bekommen.
Und ja, das freut mich auch, dass das wieder so schön geworden ist. Ich muss euch natürlich auch dazu sagen, das ist fürs Kollektiv ganz klar. Nicht jeder Single da draußen kann jetzt nächste Woche eine schicksalshafte Begegnung mit seinem Seelenpartner erwarten. Für private Readings mich gerne anschreiben. Meine Nummer ist ja in der Infobox oder meine Homepage angel-readings.de. Da kannst du übrigens auch sich für den Kartenkurs anmelden. Aber wenn es für dich stimmig war und ich hoffe und ich wünsche es euch wirklich, dass da was Schönes passiert nächste Woche. Fahrt die Antennen aus, achtet auf eure Zeichen. Das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig. Egal, ob ich mir jetzt ein persönliches Reading gönne oder ob ich jetzt ein Reading fürs Kollektiv schaue und ich fühlt sich stimmig an, ich gehe in Resonanz. Da musst du natürlich auch deine Antennen ausfahren und auf deine Zeichen achten. Ja, ist ja ganz klar. So, das war das Wort zum Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt dem Daumen ein Video, gebt dem Daumen ein Video hoch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zeigt es mir mit einem Daumen drauf. Wenn du noch kein Abonnent bist, ja, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Wenn du das tust, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Freue ich mich riesig. Dann drück bitte auch die Glocke und auf alle gehen, weil ich gehe ab und zu auch mal in den Livestream rein und lege den Tagesquickie live. Und da kriegst du natürlich dann keine Benachrichtigung, wenn du mich abonnierst und die Glocke nicht drückst. Von daher Glocke drücken, dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn ich live auf YouTube bin und lege live mit Chat und allem Möglichen, dass du dann auch joinen kannst. Na? Okay, meine Lieben, also dann bin ich wieder raus. Ich mache den Pfeil, bleib gesund, bleib positiv und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video.